Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Drake Hollow. Oh, und ich höre die doch im Hintergrund. In der letzten Folge haben wir diese kleinen Freunde hier gesehen und irgendwie, ja, sind die, glaube ich, jetzt satt und müde und überhaupt. Ich wollte allerdings noch etwas ausprobieren. Und zwar hatte ich gehofft, dass man... Oh, mit F5 kann man speichern, okay. Ich hatte gehofft, dass man eventuell irgendwo den Rahmen ausschalten kann. Das war nicht der Rahmen, das war die Fensterumschaltung. Ja, kann man leider nicht. Schade. Ich dachte, es gibt so eine Art Screenshots-Funktion, tut es aber offensichtlich nicht. Dann reden wir doch mal mit der guten Krähe. Die Dragora waren nicht immer so. Ihre Herzen sind dieselben geblieben. Aber ihr Verstand hat sich verändert, seit die Richter hierher kamen und die Magie hier ihrem Willen beugten. Mit deiner Hilfe können wir die Dragora wieder zu den fröhlichen Wesen machen, die sie waren, und dich nach Hause bringen, sobald sie ihre Magie zurückerlangt haben. Aber bevor wir uns daran machen, die Welt zu retten, erfüllen wir besser erst einmal die Grundbedürfnisse der Dragora. Die Dragora brauchen nicht nur Nahrung und Wasser, sie benötigen auch einen Schlafplatz. Außerdem können die kleinen Kerlchen wortwörtlich an Langeweile sterben. Wie es aussieht, bist du ziemlich clever. Ich denke, du kannst ihnen mit einem Schlafplatz und der Unterhaltung helfen. Warum versuchst du nicht mal, den Dragora ein paar Laubbetten und Püppchen zu bauen? Alles, was du für die Laubbetten brauchst, bekommst du von den Bäumen. Und für die Püppchen solltest du an der Küste Ausschau halten, nach Rohrkolben und ein paar Autos demolieren, um an Polster zu kommen. Also Küste und Autos demolieren. Okay. Lasse Laubbetten und Püppchen liegen, um zu verhindern, dass die Dragora an Langeweile oder Erschöpfung sterben, bis du dauerhafte Bauten errichten kannst. Okay. Hat ein Dragora keinen Schlafplatz, kehrt sie zurück in den Winterschlaf. Das ist natürlich nicht schön. Achte darauf, dass immer genügend Betten da sind, da sonst deine Einwohnerzahl abnimmt. Okay. Also. Wir müssen für jedes Dragora ein Bett bauen. Moment. Da hinten ist ein Auto. Kommen wir da? Ne, da kommen. Ach, das war aber das, was wir schon gemacht haben, oder? Oder respawnt das eventuell hier in der Welt nochmal? Das müssen wir mal ausprobieren. Ne, anscheinend nicht. Schade. Okay. Ja, dann schauen wir doch einfach mal im Küstenbereich und Autos. Da oben ist was, das ist aber kein Küstenbereich. Ja, das ist doch auch kein richtiger Küstenbereich hier. Oder haben wir jetzt schon alles? Nee, oder? Kann man auch nicht schlagen. Mal schauen, mal schauen. Hier ist noch ein Auto. Es sind aber nur Trinkpäckchen drin. Aber der Küstenbereich, der sieht jetzt nicht so wirklich aus, als ob man jetzt hier großartig was bekommt. Komisch ist, da steht jetzt nicht mehr, dass ich was suchen soll, sondern nur noch, dass ich was bauen soll. Es kann natürlich sein, dass wir die Zutaten schon haben. Ich schau mal eben nach. Abgeschlossene Quests. Besuche die Krähe. Okay. Aktive Quests, baue Püppchen. Fallen schnell auseinander. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt jetzt nur gemerkt, dass ich mich am Küstengebiet aufhalten soll, um die Dinge zu sammeln. Und hier ist noch irgendwie Schrott. Polsterbett.
Es reicht aber anscheinend immer noch nicht, um da wirklich ein Bett draus zu machen. Ich weiß auch nicht, was ich genau brauche, um die Sachen herzustellen. Das ist ja auch noch, also das ist ein bisschen blöd. Oder ich habe halt noch nicht den entsprechenden Knopf gefunden. Ach, wir sind direkt schon wieder hier, okay. C bauen. Fünkchen verleihen dir die zum Bau benötigten Kuriositäten und Lagerverbesserungen nötige Magie. Interagiere mit den Dragora, um Fünkchen zu sammeln. Benutze Untersuchungen, um zu sehen, wie viele jede Dragora besitzt. Okay. Zufriedene Dragora produzieren mehr Fünkchen. Und je mehr Dragora du in einem Dorf hast, desto mehr davon kannst du einsammeln. Also muss ich jetzt quasi, bevor ich baue, erstmal irgendwie mit denen... Hi. Hi! Oh, 15 habe ich, glaube ich, gesammelt. Stärkung erhalten. Oh, ich glaube, die heilen mich auch, so wie es aussieht. Keine verfügbaren Aktionen. Okay. Halt, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Hi! 15 gesammelte. Chance auf kritische Treffer gegen Bäume und Dornen. Ja, nehmen wir doch mal... Nein, nein, nein. Ach so. Glück entfernen? Nee, will ich nicht. Nee, dann gehe ich wieder. Ja, aber jetzt müsste ich doch theoretisch auch bauen können. Jetzt müssen wir mal gucken. Nach unten Möbel. Die können wir machen. Die Püppchen können wir auch machen. Ach so, dafür haben wir die Polsterreste jetzt gesammelt. Okay. Aber wir sollten doch auch ein Bett bauen, eigentlich. So, Moment. Eins, zwei. Aber Betten kann ich jetzt nicht sehen. QE, das ist nur das. Kuriositäten herstellen. Ätherschutz. Heilsalbe. Wünschelrute. Okay. Heiße Fackel. Hier steht zwar benötigt Ressourcen, aber das habe ich anscheinend noch alles nicht freigeschaltet. Okay. Aber ich kann keine Betten bauen. Das ist ein bisschen blöd. Oh, ist das süß. Oh, es ist niedlich. So, dann gucken wir nochmal eben bei der Krähe, weil scheinbar hat das ja so gereicht. Sieh mal einer an. So schnell werden sie erwachsen. Also, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, sind die Vorräte auf dieser Insel etwas begrenzt. So, was jetzt diese Situation angeht, wie du bestimmt schon gemerkt hast, bist du auf dieser Insel mehr oder weniger gefangen. Aber keine Angst, wie du dir schon denken kannst, ist das nichts, was sich nicht beheben ließe. Wie bei den meisten Problemen in Hollow kannst du dir einen Ausweg bauen. Nimm diese Blaupause, mit ihr kannst du die uralte und geheimnisvolle Kunst des Bauens einer Kuriositätenwerkstatt erlernen. Los doch, bau sie schon, wenn du jemals wieder von hier weg willst, bleibt dir sowieso nichts anderes übrig. Okay. Hallo, ihr Süßen. So, Ätherschutzzauber hergestellt. Baue eine einfache Kuriositätenwerkstatt. Okay, also C. Die kann ich aber auch wieder nicht aussuchen. Das kann doch nur bei dem anderen sein, oder nicht? Schütterungsmine. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also ich kann eine Kessel herstellen. Moment, freischalten. Eins. Was denn eins? Also ich denke mal, dass das die Werkstatt sein wird. Du hast eine Blaupause.
Eine Blaupause verwenden, um einfache Kuriositätenwerkstatt freizuschalten. Ach so. Okay. Dann würde ich sagen... Ja, würde ich sagen, darf ich nicht aussuchen, wo ich die hinbaue, sondern der baut die einfach so hin. Auch nicht schlecht. So, dann können wir die benutzen. Die einfache Kuriositätenwerkstatt wird zum Erforschen und zur Entwendung neuer Kuriositäten verwendet. Sobald du hier einen Bauplan freigeschaltet hast, kannst du über das Baumenü jederzeit und überall mehr davon herstellen. Okay. So, und den Schutzzauber, den muss ich auch herstellen, ne? Aber wie mache ich das jetzt? Einfach klicken? Okay. Das war einfach. okay, dann wieder zur Krähe. Ich hatte ja gleich so ein gutes Gefühl bei dir. Tut mir leid, dass ich dich in all das mit hineinziehe, aber die Lage ist ziemlich ernst. Es gibt immer noch Dragora da draußen, die deine Hilfe brauchen. Klettere den Leuchtturm im Norden hoch und schaue dich um. Halte auf dem Weg dorthin die Augen nach Dragora im Winterschlaf offen und schnapp dir jede Blaupause, die du finden kannst. Komm wieder her, wenn du die Gegend ein bisschen erkundet hast. Okay, also der Leuchtturm scheint da hinten irgendwo zu sein. Ja. Dann gehen wir da doch mal hin. Rechts ist auch noch was, was wir einsammeln können. Das ist ein neues Auto hier, oder? Da gehen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich überhaupt noch tragen kann. Ach so, doch 49 steht da drin. Da ist es. Wir haben Polsterreste gefunden. Sehr schön. Das sammeln wir auch noch schnell ein. Ah! Was haben wir denn hier? Noch ein Auto. Noch zwei Autos. Alles meins. 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 Wo ist das hin? Ist weg. Scheiße. Okay, hier ist noch was. Sehr schön. Ich halten, um Druckluftnagler zu benutzen. Muss ich das benutzen? Wofür ist das? Ich habe keine Ahnung. Damit kann ich wahrscheinlich kämpfen oder so, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Ich drücke nicht mehr alles, was ich sehe, weil das ging ja schon so ein bisschen schief mit der Heilung. Dementsprechend, das kann ich nicht machen, so wie es aussieht. Okay. Jetzt habe ich gerade völlig die Orientierung verloren. Ich wollte eigentlich zum Leuchtturm da hinten. Komme ich da denn jetzt hin? Muss ich da links den Weg runter? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Kann ich durch das Wasser eigentlich durch oder gehe ich da irgendwie kaputt? Oh! Ich würde mal sagen, ich gehe kaputt, wenn ich durch das Wasser gehe, okay? Was stand da gerade? Benutze einen Äther, was, wie, wo? Leute, macht das doch nicht so schnell weg. Gefundene Notizen? Nee, das war's nicht. Hilfenachrichten? Fünkchen, Kuriositäten, Äther? Um den Äther durchqueren zu können, musst du Äther-Schutzzauber oder Äther-Wegpunkte herstellen. Ach so, den müssen wir jetzt benutzen. Okay, das war das hier, oder? Äther-Schutzzauber. Kann man den ausrüsten oder so? Ach so, das ist das mit dem Kuh gewesen. Moment, dann drücke ich mal 3. Und drücke ich nicht 3. Drücke ich Kuh. Kann ich jetzt da durch? Ich bin Jesus, ich teile das Meer. Wie lange hält das an? Keine Ahnung. Ah, kommst du näher? Weg da! Dreh dich um! Los! Ah! Wieso haut die immer in die falsche Richtung? Gemeinheit. Da unten ist auch noch was. Jetzt können wir...
Hast du gedacht, du könntest mich einfach so hinterrücks angreifen, du blöder, komischer Molf, du? Ich glaube, es hackt. So. Was haben wir denn noch? Oh, wir können ja noch welche von diesen komischen Pilzen hier einsammeln. Sehr schön. Ich bin zwar eigentlich nicht wegen der Ressourcen hier, aber ich meine, alles, was man finden kann, müssen wir natürlich einsammeln, das ist doch klar. So, jetzt ist nur die Frage, hier ist wahrscheinlich der Weg nach oben, oder? Oder auch nicht? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ich glaube, Takt. Greifen die mich hier immer von hinten an? Aber wie komme ich jetzt da hoch? Das ist jetzt wirklich... Oder bin ich jetzt gerade von der Seite, wo ich hochkam, rumgelaufen? Das wäre jetzt allerdings auch nicht so schlimm, weil wir konnten dafür hier einiges noch sammeln. Können wir die Dinge eigentlich so kaputt machen? Nee, okay. Ja, es ist ja schön mit dem Druckluftnagel, aber das will ich nicht benutzen. Oder vielleicht im Kampf, ich bin mir nicht sicher. Okay, man scheint damit kämpfen zu können, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oh, hallo. Guten Morgen, kleiner Dragora. Ah, fügt Blitzschaden hinzu. Ja, keine Ahnung. Ich lasse mal das Glück drin. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Oh, was ist das denn hier? Was bist du denn? Ah! Keine Ahnung, was das war. Helmkraut, das ist auf jeden Fall neu. Moment, wir müssen nach oben. Trinkpäckchen, sehr schön. Sieht zwar immer so aus wie Müll, aber man kann die Sachen dann doch gut holen. Ich schau mal hier hinten. Ah! Da sind nämlich zum Beispiel wieder Sachen. Oh, das wäre, glaube ich, nicht so gut, wenn ich da jetzt rumgehe. Dann nehmen wir die Tasche noch mit. Haben wir hier irgendwas? Können wir hier irgendwas machen? Untersuchen? Okay. Also mit Untersuchen können wir einfach nur ein bisschen weiter weg scrollen, sozusagen. Eine Spitzhacke. Keine Ahnung, wofür wir die jetzt brauchen. Aber das ist schon mal gut, wenn wir eine haben und keine craften müssen. So, komm mal hier draußen. Was bist du denn? Leuchtsteinsplitter. Okay. Moment, da war gerade eine Blaupause. Ich habe sie mitgenommen. Okay, sehr schön. Hier ist noch was. Die können wir wahrscheinlich nicht kaputt machen. Das dachte ich mir schon. Da ist noch eine Tasche. Was habe ich denn jetzt gerade? Butterstampfer. Okay, zumindest können wir die Butter stampfen. Eine Notiz von Sarah Ho. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde, aber ich weiß, wer ich war. Mein Name ist Sarah Ho, eine angehende Wehmutter, Tochter und Schwester. Ich war meinen Herrn treu ergeben. Ich werde hier meine Lebensgeschichte so schlicht wie möglich wiedergeben, für jeden, der sie finden mag. Ich schreibe, damit ich nicht in den Glauben komme, mein altes Leben sei ein Traum gewesen. Ich schwöre, dass all dies der Wahrheit entspricht. Okay. Untersuche die Spitze des Leuchtturms. Wie soll ich denn da... Ach so, Moment. Aha, okay. Starren? Was ist das denn? Schön. Dragora im Winterschlaf gefunden. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ja, und nun? Wo haben die die denn gefunden? Reserven, Gegenstände. Also irgendwas ist wohl noch direkt bei mir.
Aber ich habe keine Ahnung. Ach so, da, schlafende Dragora, das sind diese Kreise, okay. Wehre den Überfall ab. Was, wie, was für ein Überfall? Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter überhaupt? Moment. Was für ein Überfall, da hinten. Oh nein, ich komme. Wenn ich die Tür finde. Da. Wartet auf mich. Also nicht wartet auf mich, sondern... Scheiße, ich laufe hier komplett falsch. Wartet darauf, bis ich da bin und startet erst dann den Überfall. Ja, ich weiß. Nein. Lasst meine armen, kluffligen Freunde in Ruhe. Au. Kann ich hier eigentlich Fallschaden nehmen? Moment. Weg da! Wer überfällt hier meine knuffeligen Freunde? Wartet auf mich! Oh, nein. Da sollte ich vielleicht nicht ins Wasser springen. Nein! Nein! Nicht meine Sachen kaputt machen! Geh weg! Geh weg, du räudiger Molf, du! Kann man das reparieren? Nee. Oh. Hallo. Eine Kiste. Mehr Spieler ist jetzt in dieser Welt verfügbar. Wuhu! Sehr schön. Das heißt, wir haben den ersten Angriff abgewehrt, so wie es aussieht. Oder ist noch ein kleiner mit einem Geschenk? Hallo! Ja, wir nehmen das Geschenk dankend an. Oh, danke schön. Vielen Dank, Kleiner. Ja, bevor wir jetzt aber mit der weisen Krähe sprechen, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das trifft sich jetzt gerade zeitlich ganz gut. Und wie... Oh, die stehen alle neben mir, wie niedlich. Kann man die nochmal... Ja, drei... Oh, wie süß. Also wir machen den Cut, nachdem wir nochmal mit den Kleinen gesprochen haben. Hallo. Ja, ich habe wieder Fünkchen gesammelt. Und du hattest mir, glaube ich, schon das Geschenk gegeben, ne? Deswegen kommen die wahrscheinlich auch jetzt alle an. So, aber jetzt wirklich mal. Wir machen hier mal einen kleinen Cut, weil zum einen trifft es sich recht gut mit der Zeit und zum anderen würde ich nämlich sagen, wenn das alles so funktioniert mit dem Verbinden, dass wir in der nächsten Folge beziehungsweise ab der nächsten Folge nicht mehr alleine spielen werden, sondern dass wir uns den Epi noch hinzuholen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!